Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich starte heute mal mit einem Angriff aus der laufenden CWL, denn ja, es gibt tatsächlich wieder ein anderes Thema. Ich habe es mal wieder aufgeschnappt, deswegen habe ich auch mal was nicht so ultra aktuelles jetzt für euch aufgenommen. Das heißt also, mir ist schon bewusst, dass wir Raid-Wochenende haben. Ja, aber da muss ich mich erstmal einlesen. Sondern es ist mal wieder was. Eigentlich kann es ja. Ich meine, hier in der Liga kann es nicht passieren, dass du dir einen Spion reinholst in den Clan. Aber uns ist es mal wieder passiert. Also jetzt nicht in der Liga, sondern im normalen CK. Aber ich erkläre euch das gleich. Ich will nur mal sehen, wie der Skull sich hier geschlagen hat. Denn ich habe im Moment eine ganz harte Durchhängephase. Also hart ist schon fast untertrieben. Meine Durchhängephase ist im Moment im vorherigen Clankriegsspektakel, also im vorherigen Clankrieg hier in der CWL. Am Vortag habe ich mit meinem 13er und mit meinem 14er einen Stern geholt. Also jeweils einen Stern. Und in diesem laufenden Krieg hier habe ich eine Nullnummer hingelegt, Leute. Das geht gar nicht. Also ich habe es auch geschrieben im Chat. Es wird von Tag zu Tag schlechter. Und naja, kann man mal haben, aber eigentlich kann man es nicht haben. Ey. Meine Herren, ich bin froh, dass wir dann immer wieder welche dabei haben, die hier drei Sterne durchrocken, um das Ganze wieder ein bisschen zu kompensieren. Beziehungsweise wenn der Gegner dann auch mal nur einen Stern holt. Aber das ist schon, also ihr wisst genau, dass einer ohne Ende ärgert. Vor allen Dingen echt eine Nullnummer, ne? Kein Stern. 31%. Das ist 31% ist eigentlich wie ein Disconnect. Wie eine Queen gesetzt mit Heilern und da ist ein Disconnect. So ungefähr sind 31%. Aber nein, ich habe da alle 300 Truppen reingeballert. Na, was willst du machen? Okay, das Skull hat das aber besser gemacht hier und ich bin froh, 3 auf 3, dass wir, wie gesagt, immer mal wieder welche dabei haben, die dann hier 3 Sterne holen. Und da kann jetzt der Bauarbeiter auch machen, was er will. Läuft nicht. Da kann er auch nicht wirklich gegenbauen. Ich meine, das wäre jetzt auch noch der Hammer, wenn der auch noch gegenbauen würde. Dass die Queen das gar nicht schafft, dann mit dem Pony. Tesla noch, danach noch den Bohrer. Und dann war es das. Hier unten hat er noch einen Magier, sehe ich gerade. Also ein Super Magier und schöne 3 Sterne hier vom Skull auf die Nummer 3. Ja, hier oben seht ihr es da, ne? 31% Thorsten. Naja, was willst du machen? Aber wir sind ganz gut drauf in der Liga. Wir sind zurzeit führend mit 144 Sternen. Wir haben schon gegen den zweiten gespielt. Das war gleich unser erster Spieltag. Den haben wir auch knapp gewonnen. Mit einem Stern Vorsprung und so setzen wir uns jetzt so ganz, ganz leicht ab, aber ich muss echt safe 2 Sterne holen, hier geht gar nicht. Aber wie kommt es eigentlich, dass man sich immer noch Spione hier reinholt in den Clan? Ich kannte diese Vorhergehensweise nicht. Ich will es jetzt mal so erklären. Also in der Liga geht es nicht, wenn also die laufende Liga da ist und derjenige kommt dann oder man kommt dann in den Clan rein als Neuling, dann hat man hier hinten ja diese Schwerter, wo man in die CWL reinkommt, die sind dann ausgegraut und man kommt da nicht drauf. Du musst mindestens Ältester sein. Neue Leute werden sowieso nicht Ältester. Bei uns wird eh keiner Ältester. Und deswegen konnte uns das, also kann einem das während der Liga eigentlich auch egal sein, solange du jetzt nicht einen zum Ältesten machst. Also es gibt ja auch Leute, die kommen in den Clan rein und sagen, ich will mal gerade was ausprobieren, mach mich mal gerade zum Ältesten. Ja, alles klar. Oder ich will mal gerade gucken, wie eure Bases sind. Vielleicht habe ich eine bessere für euch, weißt du? Und aber uns ist es tatsächlich passiert. Ich kann euch den Clan leider nicht mehr zeigen, denn er ist hier im Kriegslog schon raus. 56-46 verloren. Ja, das hatte auch einen Grund, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Denn direkt zum Start des Clankriegs hatten wir hier eine Anfrage. Also es hat einer ganz normal angefragt hier über den Chat. Über den Chat hat einer ganz normal angefragt und hat gesagt, hallo, ich bin's, der Paul, und ich würde gern bei euch mitspielen. Jo. Ist grundsätzlich ja schon mal nicht schlecht. Also es hat sich jemand in
Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Das hat sich jemand in Deutsch vorgestellt. Hallo, ich bin's. Und dann hat man da gar nicht mehr so viel zugesagt. Der war dann schon mal drin. Er hat sich natürlich alle unsere Kriegsbases angeguckt und das schon einen Tag, bevor der Clankrieg überhaupt losging. Also das mussten wir jetzt rückrecherchieren. Und wie es denn kam, hat der Feind auch, was heißt der Feind, der Gegner, hat der Gegner auch sehr, sehr spät angegriffen. Also die haben dann eben, ich weiß gar nicht, ach, ich kann es ja nicht mehr nachgucken, das ist auch echt doof, wegen den Wiederholungen, dass die nicht mehr da sind. Die haben dann auch relativ sehr, sehr spät angegriffen, deswegen glaube ich zumindest, dass die ein oder andere Base vielleicht nachgebaut wurde, da wurde dann drauf geübt, kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Und denn die Kollegen haben echt spät angegriffen teilweise und wir haben aber auch sehr schlecht angegriffen, muss man auch dazu sagen. Und ich meine, klar, bei dem Ergebnis kann das ja nur so sein. Und dann ging der aber irgendwann wieder raus, nämlich nach dem Clankrieg. Und zwar hat er dann auch in seiner Sprache geschrieben, in Klammern, in Englisch darunter. Was hat er eigentlich gemacht? Und diesen Trick kannte ich noch nicht. Der ist ja einfach reingegangen in die Sprechblase und hatte irgendwas in seiner Sprache geschrieben. Und der Übersetzer hat das direkt ins Deutsche übersetzt. Und das war gar nicht schlecht übersetzt. Das war eigentlich gutes Deutsch. Der Max hat gesagt, Mensch, der hat sich doch als Deutscher hier vorgestellt. Ja, hat er, in Deutsch, mehr nicht. Ja, und das ist eigentlich der Casus Knactus. Jetzt fragt man sich natürlich, was kann ich denn gegen sowas machen? Also ich wäre da in meinem Leben nicht drauf gekommen, dass ich in einen gegnerischen Clan gehe, dessen Sprache ich nicht spreche und stelle mich da in deren Sprache vor. Ja, nur um jetzt zu lurken, also um mir die Bases anzugucken und die weiterzugeben, also abzufotografieren, weiterzugeben, wo sind die Fallen, wo sind die Bomben und so weiter. Und das möglichst schon vorher, denn am Kriegstag, also am Battle Day, da sind die Bases sowieso offen dargelegt. Also da macht das dann eigentlich schon keinen Sinn mehr, dass du, dann kannst du wieder jemanden reinholen. Also letztendlich muss man hart aufpassen, wen man sich hier reinholt, wenn man hier einen normalen Clankrieg spielt. Denn im normalen Clankrieg können die Leute natürlich immer in die Kriege reingucken. Und wenn du dann direkt nach Clanstart, also nach Clankriegstart, das Matchmaking ist durch, jemanden hier reinbekommst, der mal anfragen, das geht noch nicht, der hier sag schnell anfragt, dann am besten nicht annehmen. Also wir haben jetzt hier wir haben noch keine Regeln getroffen, aber ich meine, irgendwann musst du die Leute hier reinholen und annehmen, und du weißt ja nicht, wer tatsächlich gerade anfragt. Das heißt also, wenn das Einfachste ist, wenn man also einen Clankrieg gestartet hat, dann nimmt man an dem Vortag, also an dem Tag, wo der Clankrieg quasi läuft, keinen annehmen und dafür nimmt man dann am laufenden Clankriegstag die Leute an, wenn dann welche anfragen. Ja, da ist es dann nicht schlimm, da sind die Bases sowieso alle durch und man kann dann ganz beruhigt, sage ich mal, in den Clankrieg gehen, weil die Bases sind sowieso offen. Ich meine, okay, derjenige könnte sie immer noch abfotografieren und könnte sagen, pass mal auf, Riesenbombe liegt da. Ich meine, der sieht dann natürlich im normalen Clankrieg, wenn es jetzt der normale Clankrieg wäre, dann auf der Karte, was weiß ich hier, bei mir zum Beispiel, würde er dann sehen, wo ich meine Fallen habe, wo ich meine Luftminen habe und könnte natürlich auch den Angriff drauf planen. Also ihr merkt selber, Leute, es ist sehr, sehr schwierig, das Ganze irgendwie mit dem Ganzen nach wie vor Herr zu werden. Und ich habe eigentlich gedacht, das gibt's nicht mehr in Clash of Clans, aber scheinbar habe ich mich da eines Besseren belehren lassen, dass es das nämlich doch noch gibt. Und also ich hätte es echt nicht gedacht. Ich hätte es wirklich, wirklich nicht gedacht, dass es noch Leute gibt, die darauf Wert legen, dass damit ihr Team gewinnt, in den gegnerischen Clan zu kommen mit irgendeinem anderen Account. Aber es war dann schon sehr offensichtlich. Ich meine, du willst die Leute ja auch annehmen und wir sind dann später drauf gekommen. A, haben wir gesehen, dass der wieder in den alten Clan reingegangen ist. Und B, haben wir natürlich auch gesehen, in Clash of Stats dann später,
Ich habe ja echt eine ganz komische Truppe hier am Start, ne? Kann das sein? Okay. Haben wir natürlich in Clash of Stats dann gesehen, dass der von ganz, ganz woanders kam, beziehungsweise dass der aus dem vorherigen Team kam. Ich glaube, ich muss sie mal eben loswerden hier. Alter, was ist das denn? Naja, okay. Und ich habe hier noch 3 von denen, 2 von denen, okay. Warden passt. Und naja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie man ihn jetzt tatsächlich Herr werden kann. Und wie man die, wie man dem vor allen Dingen auf die Schliche dann kommt, was man machen kann. So, da könnte der nochmal springen. Machen wir das mal so. Eieiei, das Rathaus müssen wir noch mitnehmen. Das wäre ganz schick. Ja, kriegen wir auch. Wunderbar. Und naja, wie gesagt, es ist unheimlich schwierig, dem Ganzen so ein bisschen Herr zu werden, beziehungsweise wann willst du Mitglieder aufnehmen und wann nicht. Wie vertrauenswürdig sind oder ist wer und wie vertrauenswürdig ist niemand nicht. Also ich finde es sehr, sehr schwer an der Stelle und ich weiß nicht, wie ihr das im Clan macht, aber wir müssen da irgendwie jetzt eine Regelung finden. Und ich meine, ich habe mich ja jetzt gerade selber verbessert. Wenn du dann einen im Clan hast, also am Matchmaking-Tag nimmst du keinen an, sicherheitshalber. Aber er sieht die Basis dann ja doch irgendwann. Nämlich dann spätestens, wenn der Clankriegstag läuft. Und naja, dann kann er sie auch weitergeben. Zumindest was die Fallen angeht und was die Minen angeht und so weiter. Na, ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, jetzt habe ich da schon wieder so eine komische Truppe hier, warte mal. Irgendwie passt das von vorne und hinten gerade nicht, was ich hier eigentlich baue. Die müssen weg hier und die müssen hier auch weg. Dafür muss ich mal 4 von denen bauen. 7, okay, ich wollte aber eigentlich noch einen bauen, ne? Ja, 8, so, das ist die Truppe, die ich eigentlich habe. So muss sie sein, so. Perfekt. Herr Max, bei meinem CW-Angriff waren gut gezündet oder noch früher oder später? Ja, hat doch gepasst. Ja, alles klar. Ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das bei euch in den Clans handelt. Ich meine, man kann natürlich tatsächlich, wenn man schnell genug ist, in Clash of Stats die ID reinkopieren. Das heißt also, man geht dann letztendlich auf denjenigen drauf, der jetzt gerade anfragt. Wir nehmen mal als Beispiel hier den Sanchez. Und man sieht das ja im Profil, kann hier oben raufgehen, kann sagen, kopieren, fügt man gerade ein in der clashofstats.de oder .com Seite am besten. Und dann guckt man, wo kommt der eigentlich her? Und da hätten wir dann schon gesehen, dass der aus dem Gegnerteam kommt. Ja, da hätten wir kurz mal geguckt, warte mal, wo war der vorher? Oh, da war der sogar ganz schön lange. Und dann hätten wir kurz mal in CK geguckt, aha, der ist vom neuen Gegner und dann nehmen wir den nicht an. Ich meine, nur so kannst du es eigentlich machen. Aber ich finde es schon sehr, sehr schwierig. Naja, es ist Raid-Wochenende, Leute. Da will ich auch noch ein bisschen was zu aufnehmen. Das seht ihr dann aber erst die nächsten Tage. Und denn da muss ich erst noch was probieren. Da ist mir noch irgendwas nicht ganz, ganz geheuer. Und deswegen wollte ich euch auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen. Spione, wie kann man damit umgehen? Ich meine, es ist letztendlich betrügen die sich ja selber, wenn sie sowas machen. Denn dann hast du schon irgendwo, ja, ich meine, skrupellos muss er natürlich sein, gar keine Frage. Aber man hat dann schon die Bases gesehen, man hat die Fallen gesehen, kann das genau weitergeben, kann so seine Angriffe natürlich planen. Und spätestens in den Angriffen dann siehst du eigentlich, Mensch, der setzt ganz genau seine Truppe genau da, was weiß ich, und lässt da genau ein Hock in die Falle laufen, weil er genau weiß, da ist eine, ja. Und nur an solchen Sachen kriegst du das dann eigentlich raus. Naja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut zum Wochenende gefallen. Es kommt auf jeden Fall noch Raid-Wochenende. Und dann würde ich sagen, habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Habt ein schönes, sonniges Mai-Wochenende. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, Leute. Euer Toto. Clasht.